Und zu einem neuen Video und ich bin wieder am Start. Depp. Ich kann den besten Depp der Welt. Auf jeden Fall. Und heute werde ich mal wieder Fragen beantworten. Was für Fragen natürlich wieder sehr einfallsreiche und überhaupt nicht bescheuerte Fragen, so wie immer. Oh ja. Würde ich jetzt mal. Ja. Jeden Fall so. Und nämlich kommen wir direkt zur ersten Frage, nämlich die erste Frage: Wie sieht dein Schulsack aus? Und wie einige vielleicht wissen, gehe ich noch zur Schule, warum auch immer, weiß ich auch nicht, aber nein, Spaß. Mein Schulsack sieht so aus, von Adidas, muss ich sagen, ist einfach ein Schulsack. Also, es ist jetzt eigentlich nicht unbedingt ein Schulsack. Aber ich benutze ihn auf jeden Fall für das. Ich hatte mal einen ganz schönen, der auch für das gemacht war. Aber der Flex war nicht da. Da weiß man es. Und Leute, direkt zur nächsten Frage: Nämlich, kannst du mal Sachen anbieten oder mal empfehlen, die man für die Schule benutzen kann? Das wird heute voll das Schulvideo. Auf jeden Fall, was ich auch anbieten kann, ist Motivation. Das ist das Beste. Nein, Spaß, Leute. Ich habe natürlich einige Dinge für die Schule, zum Beispiel für das 10-Finger-System zu lernen, gibt es so eine praktische Anwendung, die heißt Tipp 10. Oder für Matheformen gibt es, für Mathe lernen gibt es 5 Milliarden Apps. Irgendwo. Und vielleicht weiß man es, ist es ein bisschen anstrengend, wenn man manchmal alles immer mitschleppen muss. Und darum, wow, jetzt ist gerade alles rausgefallen, gibt es solche Ständer, wo man so Sachen, so Hefte reinstellen kann. Ich habe das zum Beispiel in so eine M-Form. Da kann man dann, wenn man gerade heute dieses Fach nicht hat, das da rein tun, dann ist es immer am gleichen Ort, dann funktioniert das immer und dann. Oh. Super, Leute. Das nächste, was ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen kann, ist ein Taschenrechner. Ich weiß, man darf den nicht überall benutzen, aber auf jeden Fall, wir dürfen es. Also natürlich nicht während den Prüfungen, aber manchmal ist der ganz, ganz gut zu gebrauchen. Ja, und weg mit dir. Okay, er ist fast kaputt gegangen, aber ja, was soll man denn da machen? Und nämlich gerade zur nächsten Frage, nämlich meine Lieblingsmarke. Und das ist ein bisschen ein Struggle, weil meine Lieblingsmarke ist eigentlich Off-White. Also ich feiere einfach so die T-Shirts und Pullover oder auch die kurzen Hosen. Schuhe finde ich zum Teil auch noch ziemlich nice. Aber gleichzeitig auch eigentlich wie Adidas. Aber wenn man das jetzt so auf High-Fashion-Bereich bezieht, dann wäre es wahrscheinlich Off-White und Babe. Weil ich finde einfach, dass mit dem Hoodie, den man so rauf machen kann und dann so über den Kopf zieht, finde ich auf jeden Fall richtig toll. Auch in dieser Camouflage-Optik ist ziemlich nice und Off-White halt ist eigentlich einfach meine Lieblingsmarke. Dann halt so für den Bereich, in dem ich so gerade stehe, Adidas, also Schuhe auch, würde ich ganz klar Adidas vorziehen. Ich habe mir ja auch, also in letzter Zeit, nicht sehr viele Schuhe gekauft von Adidas, aber ich habe auf jeden Fall vor, wieder ein paar zu kaufen, weil wer es vielleicht weiß, am 23. Februar wird ein neuer NMD Human Race verfügbar sein. Den werde ich auf jeden Fall versuchen zu holen. Der ist ja in diesem ganzen Cream White. Und ich mag es einfach, wenn der Schuh so wirklich einfarbig ist. Ich glaube, ich werde dann auch aber nicht so jeden Tag rocken, weil ist ein fucking human race und
Ja, ist schon nicht günstig. Auch zum Beispiel der Ultra Boost finde ich ziemlich nice. Den habe ich gerade nicht hier oben. Aber ihr wisst ja, wie der aussieht. Ja, das ist ja ein ganz anderer Fuchs. Und auch, ja, Adidas ist einfach eine ganz gechillte Marke. Und zur nächsten Frage. Wann? Wie? Nein, Spaß. Leute, zur nächsten Frage ist natürlich, wann kommt endlich deine Roomtour? Und Leute, ich kann es auch sagen, so, wenn ich 25 Abonnenten habe, dann werde ich das ganze Zimmer zeigen. Also könnt ihr gerne mal ein Abo da lassen. Und das Problem ist einfach so, da fehlt noch ein bisschen, weil da hinten hinter dem Schrank kommt ein kleinerer Schrank noch hin. Weil in meinem Zimmer stehen jetzt schon so drei Kommoden. Aber da habe ich noch zu wenig Platz, weil ich will halt hier so ein Schuhregal dahinter machen. Und ich habe schon ein Schuhregal, aber das hat keinen Platz mehr. Und darum brauche ich da noch ein zweites Schuhregal. Ich werde das Ganze auch noch ein bisschen mehr ausschmücken. Ist auch noch nicht alles fertig. Zum Beispiel habe ich auch so LED verbaut unter meinem Bett. Das sieht so richtig wie bei den Autos, diese Untenbeleuchtung, wenn man die tuned, macht man das manchmal auch. Also ich finde das übertrieben heftig. Das kommt auf jeden Fall auch dahin. Dann noch so eine, habe ich hier noch so eine kleine Hall of Fame, kann man das so nennen, wo ich einfach so Pokale und Medaillen drauf habe. Aber das muss ich dann alles noch ein bisschen verschmücken. Dann kommt da noch so ein Teil hin, wo man sich hinsetzen kann. Hier kommt, dann muss ich auch noch alles wegräumen. Und da hinten ist ja eine Pflanze. Die muss ich wieder ein bisschen mehr in die Ecke stellen, weil die ist ziemlich, nimmt die ziemlich viel Platz weg. Früher war die immer ganz eng in der Ecke und ich dachte mir so, oh nein, die hat da gar keinen Platz. Die bekommt da Angst oder? Nein, Spaß, die bekommt da keine Angst, aber auf jeden Fall muss die auch wieder ein bisschen enger. Ich schaue, wie ich das am besten drehen kann, damit ich das Ganze machen kann. Der Tisch hier, wo ich gerade aufnehme, der muss eindeutig noch verbessert werden, weil hier stehen vier Laptops, aber die sind alle komplett umgeordnet, stehen die da. Da liegt Zeugs aufeinander rum. Zum Beispiel auf dem einen Laptop liegt hier gerade noch so ein Blatt. Hier liegt ein Haustelefon. Hier liegt ein Kugelschreiber. Hier liegt so ein Block mit so Zetteln drauf. Hier liegt noch eine Weihnachtskarte drauf. Hier liegt ein Kreditkartenabscanner drauf. Leute, das ist kein Taschenrechner, sondern mit dem kann man seine Kreditkarte hier oben reintun. Da kann man da so seinen Code eingeben. Und dann sagt das einem, wie viel Geld man da noch drauf hat. Habe ich zugeschickt bekommen. Finde ich ganz nice, auf jeden Fall. Dann liegt da noch so ein Kartendeck, wo nicht mal vollständig ist. Ich glaube, da fehlen irgendwie ein paar Karten. Ich bin Magier. Nein, Spaß. Dann hier legt auch noch mal seinen Kugelschreiber. Da liegt noch eine Lampe. Ja, ich könnte auch jetzt 5 Millionen Sachen, die eine Brille, also ein Etui, meinen coolen Würfel mit dem Trick, dass ich immer 6 mache. Ein Buch. Das habe ich irgendwann mal bekommen vor irgendwie 100 Jahren. Das habe ich mal wirklich irgendwie von 5 Jahren bekommen. Und ich habe das mal in den Sommerferien angefangen zu lesen. Danach habe ich es 2 Jahre nicht mehr angefasst. Ich habe letztens gerade wieder irgendwie 3, 4 Seiten gelesen. Aber ja. Da fehlen noch. Wie viele Seiten hat das Buch? Oder fehlen nicht mal mehr so viel. Das Buch hat 190 Seiten und ich bin auf der 117. Seite. Und wie jeder weiß, wenn man das so rechnet, dann ist das auf jeden Fall 73.
Ja, das ist 73. Und ich würde sagen, damit ist auch schon dieses Video beendet. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und ciao, Leute!